Servus und hallo, mein Name ist Ben, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Schön, dass ihr dabei seid. Im heutigen Video werden wir die Messer vom letzten Mal weiter bearbeiten. Heute geht es primär um das Planschleifen der Klingen sowie um den Klingenanschliff. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch das gerne unten in der Videobeschreibung, könnt ihr es gerne mal anschauen. Ich hoffe, ihr habt auf das heutige Thema genauso viel Bock wie ich und ich würde sagen, wir legen heute direkt los. So sehen unsere Klingen zurzeit aus. Das ist das Bushcraft Survival Messer. Hier haben wir nur an der Spitze ein klein wenig Arbeit, die muss noch ein bisschen flacher gemacht werden. Ansonsten sind wir eigentlich wirklich an dem Design, das der Kunde möchte, wirklich sehr nah dran. Hat einen schönen Griff. Ich denke, es wird sehr gut in der Hand liegen. Dann haben wir zweitens hier das Küchenmesser. Bin ich auch wirklich so zufrieden soweit. Einzig was noch ist, hier der Erl. Wird alles noch auf dieselbe Stärke geschliffen und alles schön gerade, dass auch später, dass wir es halt leichter haben, unser Griffmaterial anzupassen. Und wir haben hier noch einmal ein Stegmesser. Diese Form bin ich eigentlich zufrieden, verwende ich schon länger. Liegt immer gut in der Hand. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Planschleifen an, dass wir ein bisschen was geschafft kriegen heute. Zum Planschleifen meiner Messer verwende ich hier meinen alten Bandschleifer. Das war auch der erste Bandschleifer, den ich mir, als ich mit dem Messerbau begonnen habe, zugelegt habe. Ich habe viele Messer auf dem hergestellt und habe mir wirklich gute Dienste erwiesen. Großer Vorteil an dem Bandschleifer ist, dadurch, dass er den schwenkbaren Schleifarm hat, also einmal hochkant oder flach, habe ich halt die Möglichkeit, hier optimal meine Messer plan zu schleifen. Um zu verhindern, dass mir die Messer beim Planschleifen nicht nach hinten wegrutschen, habe ich einen alten Schleiftisch, der beim Bandschleifer dabei war, befestigt und ganz knapp eingestellt, sodass wir ungefähr zwischen Band und Schleiftisch nur noch 1 bis 2 mm Luft haben, sodass zwar das Band noch gut laufen kann, aber die Messer sich nicht verkeilen können und dementsprechend nicht durchrutschen können. So, jetzt könnt ihr hier nochmal sehen, dass wir nur ganz wenig Luft haben, also definitiv nicht genug, dass ein Messer durch kann, aber so, dass das Band halt noch laufen kann, dass wir da auch jetzt nichts an den Tisch abtragen an Material, dass wir gerade genug Luft haben, dass das Band sauber läuft. Jetzt fangen wir an, die Messer plan zu schleifen. Das kontrollieren wir dann später, ob sie wirklich schön plan sind und dann beginnen wir mit dem Messeranschliff. Wir haben jetzt alle Messer schön plan geschliffen. Beim Küchenmesser hatten wir doch einiges an Verwerfungen. Dadurch müssen wir halt relativ lange die Messer schleifen, aber das haben wir alles rausgekriegt. Ist jetzt alles schön flach. Ebenso bei den anderen beiden Messern. Stegmesser wie dem Jagdmesser. Beziehungsweise Bushcraftmesser. Jetzt natürlich die Frage, wie überprüft man, ob etwas wirklich gerade ist. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Ich verwende normal zwei. Ich habe einmal eine Marmorplatte, von der ich sicher sein kann, dass sie wirklich gerade ist. Dann lege ich mein Messer drauf. Wenn ich keine Lücken sehen kann und auch nicht sich wirklich jetzt locker drehen lässt, bin ich relativ sicher, dass es gerade ist. Da mir natürlich bewusst ist, dass nicht jeder gerade unbedingt eine Marmorplatte zu Hause rumliegen hat, gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit einem Stahllineal. Es sollte schon ein hochwertiges sein, bei dem ihr sicher sein könnt, dass die Kanten wirklich gerade sind. Und wenn ihr dann das Lineal auflegt und ihr keine Lücken zwischen Lineal und dem Messer sehen könnt, könnt ihr sicher sein, dass es wirklich gerade ist. Das habe ich jetzt hier bei dem Messer, seht ihr gerade, ist alles in Ordnung, man sieht keine Lücken. Das habe ich auch bei den anderen zwei Messern überprüft. Also ist wirklich alles schön sauber und gerade, sodass wir jetzt mit dem Klingenanschliff beginnen können und dass wir ein optimales Ergebnis erzielen. Wir fangen jetzt wieder damit an, dass wir mit Anreißfarbe unsere Flächen, die wir schleifen wollen, blau färben, sodass man halt später gut als Referenzlinie erkennt, wo man schleifen muss und wo nicht. Hier verwende ich nicht das Spray, sondern ich habe hier einen Anreißstift. Der funktioniert genauso, bloß dass halt die Farbe von dem Anreißstift wirklich noch einiges schneller trocknet, sodass man direkt loslegen kann. Es werden jetzt alle Seiten eingefärbt, vor allem auch die Schneidkante, das ist relevant, sehr relevant sogar. Und das wiederholen wir jetzt bei allen Messern. Und dann nehmen wir eine kleine Schieblehre und damit reißen wir uns dann die jeweiligen Kanten an. Jetzt haben wir unsere Klingen gefärbt, beziehungsweise halt
mit dem Anreißstift markiert, sodass wir jetzt unsere Schleiflinien einritzen können. Bei dem Stegmesser habe ich ungefähr eine 2 cm hohe Schneide, die ich anstrebe. Es hat sich bewährt bei mir. Ich stelle meine Schieblehre auf 2 cm und fahre an der Klinge entlang. Dadurch, dass wir natürlich einen hohen Anschliff haben, wird es hier eine sehr dünne Spitze. Das ist das, was ich halt auch möchte bei dem Messer. Das ist jetzt meine Referenzlinie, bis wohin ich schleifen werde. Dasselbe bei dem Küchenmesser. Bei meinem Küchenmesser, die ich bisher gefertigt habe, strebe ich eigentlich immer einen sehr hohen Flachschliff an. Das heißt, bis fast ganz oben hin. Da sind wir jetzt bei knapp 4 cm, die ich normal anstrebe. Genau, 4. Selbes Prinzip. Einfach an der Schneide lang folgen. Dann kriegt ihr auf beiden Seiten die gleiche Linie. Das ist die Schleiflinie, wo wir hinwollen. Dasselbe auch nochmal als ein drittes Mal bei den Jagdmesser. Da muss ich aber kurz in die Skizze gehen. Und gefordert waren eine Schneide von knapp 11,5 mm. Werden wir natürlich machen. So. Genau. Da wird es die Höhe der Schneiden angerissen haben, kommt jetzt der wichtige Punkt. Jetzt müssen wir die Mitte der Schneide festlegen, dass wir halt genau mittig des Messers sind. Im Normalfall färbe ich, nachdem ich die Seiten angerissen habe, noch einmal die Schneide selbst nach, weil meistens einiges von der blauen Farbe sich löst, wenn ich halt mit der Schieblehre drüber fahre. Das mache ich jetzt bei allen drei Messern und danach reißen wir die Schneidenmitte an. Es gibt natürlich einige verschiedene Arten, wie ihr die Mitte eurer Schneide anreißen könnt. Ich mache es normal auf zwei Arten. Entweder ich nehme die Schieblehre, messe die Dicke meines Materials, mache die Hälfte davon und reiße mir von beiden Seiten einmal die Schneide an. Alternativ könnt ihr auch, wenn ihr eine gerade Fläche habt, auf die ihr das Messer drauflegen könnt, einen Bohrer nehmen in derselben Stärke des Materials eures Messers, jeweils von einer Seite mal angerissen, habt ihr auch die Mitte. Dritte Möglichkeit wäre, wenn ihr einen Höhenanreißer habt, könnt ihr natürlich exakt die Höhe anreißen, aber damit habe ich leider keine Erfahrungswerte, weil ich halt leider keinen Höhenreißer besitze. Wir messen einmal die Dicke unseres Stahls. Da sind wir ungefähr bei 4,7 mm. Sprich, wir nehmen jetzt einfach 2,35. Das ist mal ein bisschen so. 2,35. Stellen es einmal fest. Jetzt nehmen wir die Schieblehre und von jeder Seite fahre ich normal 2-3 Mal. Und drüber. Und jetzt haben wir eine Mittellinie, wo wir genau sehen, wie weit wir schleifen müssen, sodass wir halt wirklich uns mittig treffen von beiden Seiten, das einfach sehr sauber aussieht. Das gleiche wiederholen wir jetzt bei den anderen beiden Messern. Einzig Relevante wäre noch vielleicht, dass ich beim Küchenmesser ein wenig mehr Materialdicke stehen lasse vor dem Härten, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe mit dem CR100 Stahl, dass wenn ich ihn so dünn schleife, er sich halt wirklich starke Verbiegungen und Verwerfungen habe nach dem Härten. Um dem etwas vorzubeugen, lasse ich halt generell ein bisschen dicker und schleife es lieber nach dem Härten dünn, um dass ich halt wirklich eine gerade Klinge habe, mir ein bisschen Arbeit zu ersparen. Jetzt wird es spannend, denn wir fangen mit den Klingenanschliffen an. Einfach um sicherzustellen, dass ich auf beiden Seiten des Messers mit dem Klingenanschliff an derselben Stelle anfange, verwende eine einfache Schleifhilfe. Grundlegend schleife ich alle meine Messer frei Hand. Und wir sagen, wir beginnen jetzt einfach. Ich ziehe noch meine Staubschutzmaske an und dann kann es losgehen.
An dem Stegmesser sowie an dem Bushcraft-Messer sind jetzt die Anschliffe soweit erfolgt. Mit dem Anschliff bin ich soweit zufrieden. Bei dem Bushcraft-Messer sind wir ungefähr 0,1 mm weiter hochgekommen mit dem Anschliff, aber ich denke, das ist kein Problem. Wir werden jetzt noch die Schleifkerbe einfeilen und dann sind wir eigentlich für heute fertig. Um jetzt unsere Schleifkerbe einzufeilen, verwenden wir wieder unsere Schleifhilfe, dass wir halt nach links einen Anschlag haben. Wir feilen es mit einer relativ großen Rundfeile ein und ja, das war's dann schon. Das war's mit dem heutigen Vlog. Ich denke, wir haben einiges geschafft. Wir haben an zwei Messern die Anschliffe gemacht, sodass wir morgen die Löcher für die Griffpins sowie auch einige Löcher zur Gewichtsreduzierung bohren können. Danach werden wir die Klingen per Hand schleifen, ungefähr auf einer Körnung von 120, sodass wir sie härten und anlassen können. Das Einzige, was wir heute nicht gemacht haben, ist der Anschliff des Küchenmessers. Das werden wir dann morgen, spätestens übermorgen, nachholen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch einen Daumen nach oben und ein paar nette Kommentare freuen. Wenn ihr grundlegend mehr Videos zum Thema Messerbau sehen möchtet, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, euer Ben.